Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute bin ich in Schottland. Adalfi, Breath of Speyside. 58,4%, 11 Jahre alt. Also, Adalfi. Ich kenne mich mit Adalfi ganz wenig aus. Mir wurde immer wieder gesagt, Adelphi ist ein Garant für Qualität, denn die haben mit A Breath of Speyside 2006 ein Goldmedaillen gewonnen und das kam zweimal raus und dann irgendwie 10 Jahre lang nicht und jetzt letztes Jahr und dieses Jahr wieder. Wobei, wenn man wirklich Breath of Speyside eingibt, denn dort bei Whiskey Base, dann kommen ungefähr 9 verschiedene Sachen und 5 in den letzten Jahren. Und gerade 2017 sind 4 davon. Eine war eine Single-Fass-Abfüllung für Dänemark und so weiter. So ein bisschen verwirrend, um ehrlich zu sein. Und gut, ich nenne ein paar Sachen zu Adelphi, gibt es im Moment im Glas und dann schauen wir mal. 1993 hat James Walker damals, ich glaube, das ist der Urenkel von der Gründer damals von der Adelphi-Distillerie, der schon längst geschlossen wurde, hat er gesagt, ich will einen unabhängigen Abfüller denn gründen. Hat er getan. James Walker hat das dann verkauft 2004 an Keith Falconer und dann Donald Houston. Und so wie ich verstehe, sind die immer noch die beiden. Und die haben den wunderbaren Mann namens Charles McLean. Mit denen werde ich tatsächlich in Mülheim bei der Aquavite im Herbst 2018 werde ich eine Verkostung machen. Yeah, das ist cool. Und was wir hier haben, ist eine Destillat aus einer unbenannten Distillerie, der 2006 abgefüllt wurde, 2018 dort in der Flasche kam, also knapp 12 Jahre, also genau 11 Jahre lang war. Und hört man hört, das waren First Fill Sherry Butts laut Whiskey Base. Es gab insgesamt 568 Flaschen davon. Ich habe nochmal für mich durchgerechnet. Ein Sherry Butt ist 500 Liter. 500 Liter durch 0,7 heißt, maximal kommen dann dort 714 Flaschen raus. Und das heißt, der Engelanteil über diese 11 Jahre lag bei 21%. Also ziemlich genau diesen 2%, was wir so kennen. So, man hätte es umgekehrt auch machen können. Man hätte sagen, guck mal. Also der wurde abgefüllt mit 64, 65% und dann minus das minus 85% sind wir bei 7, also sogar weniger als 1% Alkohol, der verdünstet wurde. Allerdings das Volumen ist ein bisschen weniger. So, welche Distillerie steckt dahinter? Ich habe ein Video auf Englisch gesehen zu einer Flasche vom letzten Jahr, von der 2007er Version. Ich habe die 2018er Version und bisher war häufig gemogelt, dass Breath of Speyside nichts anderes ist als Also, falls es zu leise war, Glenfarclas. Lass uns sehen, ob meine Nase das bestätigen kann. Ich habe ein bisschen Glenfarclas da hinten. Vielleicht hole ich mir was raus. Meine Nase kann das nicht bestätigen, weil das einfach zu viel First Fill Sherry ist. Wow, das ist eine Rosinenbombe. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt irgendetwas hier habe, der annähernd daran kommt. Nein. Ich werde heute keinen Vergleich machen können dazu. Vielleicht doch. Ein Moment. Ja, ich werde einen Vergleich machen. Ja, es ist echt gut, ein bisschen Dekadenz walten zu lassen. Das ist schon furchtbar mit mir momentan, muss ich ehrlich sagen. Ah, so, was hole ich raus? Ich hole den Macallan Number 4, also hier raus. Edition 4 und ich werde den einfach mal hier vergleichen. Das ist das einzige Ding, was ich momentan griffbereit habe, der annähernd daran kommen würde. Was ich nicht wusste, das habe ich hier gelernt durch Scotch Test Dummies, das ist 46,4%. Jedes Mal, wenn es eine neue Ausgabe gibt, 0,4. Das fing an mit 6 und, nee. Das ist 48, 48,1, 48,2, 48,3, 48,4. Und falls man das auch noch nicht wusste, hier steht immer wieder die nächste Ausgabe da drin. Da steht schon auch, Nummer 5 kommt auf jeden Fall. Inspire, Select, Create. Also die Edition Nummer 5 wird auf jeden Fall kommen. Und das wird dann hier dieses dann 0,5 sein.
So, das heißt, hier haben wir 58, hier haben wir 48. Ich muss ein kleines bisschen Wasser da reintun, das ist mir klar. Aber um überhaupt dieses Sherry-bombastische Moment hier zu haben, musste ich schon zu etwas greifen, was sehr teuer ist. Hier 80 Euro. Hier 140, 170 habe ich. Ich habe 168 Euro bezahlt. Und eine limitierte Sache, natürlich hier auch durch diese Single-Fass-Abfüllung ist es auch dann auf 568 Flaschen limitiert. Ich gehe erstmal hier hin, komme da zurück. Ah, dunkles Armsessel-Leder. Armchair auf Englisch, deshalb Sessel. Also. Viel hochtöniger, viel mehr Rosinen, viel mehr Malaga. Malaga. Dieses Rosinen-Spirituose, Rosinenlikör habe ich was hier. Also wie Malaga-Eis. Ja, das ist der beste Beschreibung dafür. Wer schon einmal diesen Eissorte hat, und meine Aussprache von Malaga ist nicht perfekt, das weiß ich. Also Malaga, also das ist hier diese Rosinen, das ist wahnsinnig perfekt beschrieben. Und ich brauche hier gar nicht so zu machen. Es wird nur mehr Alkohol geben. Wow, und ein bisschen Vanille kommt dabei heraus. Aber wirklich Alkohol und Rosinen ist alles, was ich kriege. Und das ist das Problem mit First Fill Sherry. George Grant, also der Besitzer hier von Glen Farkless, hat gesagt, man versucht das ganz schnell zu machen und weg damit. Und beim Second Fill, da kann man das Zeug drin lassen für seine 25, 30, 40 Jahre lang. Dann ist da einfach mal diese Schärfe da weg. So, probieren wir erstmal ein bisschen Wasser im Mund und so weiter jetzt her. Immer noch zu scharf, immer noch zu viel, immer noch sehr, sehr intensiv. Oh, am Ende kommt was. Oh, da genug Wasser wird das bestimmt hier absolut toll. Das werde ich erstmal machen, bevor ich überhaupt hier was nehme. Ich weiß noch, wie eine meiner Zuschauer, ich habe vergessen, wer das war, mich echt erbarmt hatte und gesagt: Jason, du mit deinen Teelöffeln und dann mit deinen Einschenken und zu viel und so weiter. Ich schenke dir, weil er hat mir echt ein paar Dinge dahin geschickt. Und auch Tim vom Whisky-Botschaft hat mir noch ein paar mehr hingeschickt und so weiter. Die Dinge finde ich einfach so hilfreich, so toll. Kosten, keine Ahnung, 5 bis 10 Cent pro Stück und die machen mein Leben sehr, 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 sehr angenehm. Jetzt wird es besser. Allerdings, jetzt kommen mehr florale und grasähnliche Noten da rein. Jetzt kommt auch ein bisschen mehr Holz dazu. Also. Und dunkle Schokolade. Wow. Immer noch fast ein bisschen zu viel Alkohol. Man könnte es, man sollte es noch weiter verdünnen. Das werde ich hier tun. Ich werde mein Mega-Verdünnung machen. Ab und zu mal mache ich das gerne. Also ich versuche das wirklich unter 40% ganz bewusst zu bringen, um einfach diese Nuancen zu sehen. Ich versuche mal den Tod zu kriegen. Und bei einem guten Whisky kann ich das nicht. Und das ist das, was ich hier als nächstes machen will. Aber da ist Pflaumen, da sind Datteln. Das ist eine sehr, sehr nette Sache, auch wenn es verdünnt wurde. Und da muss ich sagen, jetzt hier, das ist schon irgendwie cool bei 80 Euro. Allerdings, diese First Fill Sherry Fässern, Sherry Butts, sind nicht ganz meins. Das ist manchmal einfach zu viel des Guten. Das habe ich auch gehabt bei Redbreast, habe ich als Masters of Malt, habe ich da eine 14 Jahre alte Redbreast First Fill auch von denen abgekauft und das auch eine Flaschenteilung gemacht und mir war das einfach nur Rosinenlikör. Also es muss, der ganze Destillat hier von Redbreast war irgendwie untergebügelt und ein bisschen das Gefühl habe ich hier auch. Oh ja, jetzt habe ich es richtig. Jetzt kriege ich Barrel Char, also tatsächlich diese gekohlte Fass habe ich ein kleines bisschen.
Aber ich kriege immer noch diese Rosinen, diese Pflaumen, diese Datteln. Das ist schon Wahnsinn. Und ich habe echt sehr, sehr, sehr viel Wasser reingetan. Feigen auch. Wow. Wir sind tatsächlich bei 30% herum. Immer noch gut, immer noch süß, immer noch süffig, immer noch sehr schön, aber immer noch zu viel Rosinen. Ich mache gerne Rosinen, aber ich brauche nicht nur Rosinen. Das ist das Problem hier. Okay, ich gehe einfach mal zu McCallan Nummer 4 und schau mal diesen Gesicht an, okay? Wir haben einen Streit gehabt online für ein paar Wochen, als dieses Video rauskam. Zu teuer. Sehr, sehr gut, aber zu teuer. Stimme ich beides zu. Aber dann kam die Frage, auf welche Whisky kommt annähernd dran an Macallan Edition Number 4? Oder an Macallan Nummer 12 oder an Macallan 18. Egal was, welche kommen absolut daran. Und da wurde tatsächlich hier vom Avalor ein 16er und 18er vorgeschlagen für den 12er. Gebe ich absolut zu. Aber da sind wir fast in der gleichen Kategorie. Da tut sich nur um 20 Euro ungefähr. Und dann war auch dann hier für den Macallan hierfür. War jetzt hier jemand hat einen Glenfarclas, glaube ich, 25 vorgeschlagen, den fand ich nicht so, bis auch weit über 100 Euro dafür. Aber da war auch etwas anders, aber es war echt schwierig, Whiskys zu finden, die diese Intensität von Sherry mixt mit einem schönen Holz, mit einem schönen, kräftigen Distillat zu finden, der annähernd rankam, egal welcher Preis man so genommen hat. Ja, also eine richtig, richtig schöne Sache. Finde ich das hier ganz schnell oder nicht? Was war das? Ja, genau, man muss zu Glendronach 21 hingehen, bevor man das annähernd hier rankommt. Und das war einfach das Problem. Auch der Parlament hier vom 21 von Glendronach ist auch nicht viel billiger. Also der Normalpreis war 140 Euro und der Parliament Glendronach ist 120, 140 Euro auch. Also, so von daher bin ich nicht sicher, ob der wirklich so teuer ist. Hier sind wir bei 80 Euro. Hier sind wir bei Fassstärke. Hier sind wir bei Altersangabe. 11 Jahre, fast 12 Jahre jetzt hier. Hier sind wir bei Single Cask Abfüllungen. Hier sind wir bei Adelphi. Und Adelphi Garant für Garantie, ein Garantie für Qualität. Gut. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, nicht vergessen. Meine persönliche Meinung. Dieser Whisky hier kriegt eine solide 2. Solide 2, warum? Rosinenbombe. Ich will eine Sherrybombe und nicht immer eine Rosinenbombe. Und das ist mein Problem hier. Der ist zu viel durch diese First Fill Sherry Butt. Also, noch einmal. First Fill Sherry Butt muss nicht immer perfekt sein. Second Fill Sherry Butt kann manchmal besser sein als einen First Fill Sherry Butt. Hört, hört, hört. Als ich das erste Mal hörte, wie George Grant das gesagt hat von Glenfarclas, sagte ich, er spinnt. Aber dann dachte ich einen Moment mal. Sein Opa, sein Uropa, sein Papa, er selbst hat da Jahrhunderte buchstäbliche Erfahrung jetzt da drin mit Sherryfässern und die wissen, was sie da tun. Und jetzt weiß ich das auch. Dass mir das nicht so gut schmeckt. Wäre das ein Second Fill Sherry Fass gewesen und hätte auch diese 11 Jahre drin gehabt, hätte ich wahrscheinlich sogar ein 1- gegeben. Aber das ist mein Geschmack und das, was ich will. Wenn du gerne Malaga-Eis haben möchtest oder Malaga in dein Glas haben möchtest, genau richtig. Preis-Leistung 80 Euro. Auch da muss ich sagen, Mensch, wenn ich den 2 gebe, muss ich den 3 minus geben. Ja, nur 568 Flaschen. Ja, 58,4%. Ja, First Fill Sherry Fass. Ja, und ja, und ja, und ja.
Ich weiß, aber trotzdem gebe ich das, was ich geben will, weil ich halt eben diese Show habe und es meine Videos. Nein, es hat einfach damit zu tun, das ist meine persönliche einfach Beobachtung. Wenn ich das freigebe, ist das dann 80 Euro, ist ganz schon viel und deshalb dieser Preis dann da. Ja, wow. Meine Frage ist, und jetzt könnt ihr euch austoben endlich, diese Frage habe ich noch nie gestellt. Welche Abfüllung vom Adelphi findet ihr am besten? Ich habe bisher, glaube ich, drei gehabt in meinem Leben. Und das ist der erste, den ich vor der Kamera hier, glaube ich, verkoste. Also von daher kann ich es gar nicht richtig beantworten. Aber meine Fans da draußen haben schon einige Sachen bestimmt vom Adelphi im Glas gehabt. Schreibt es einfach in die Kommentare hin. Das würde mich interessieren. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, immer wieder meine Sample-Liste schauen, bei Amazon irgendwas anderes kaufen und. Bitte immer wieder reinschauen und anderen erzählen. Ihr könnt sogar ein Share machen. Ihr könnt diesen Video mit jemand anders teilen. Auch das findet Google-YouTube sehr gut. Okay, bis morgen. Whiskey Jason hier. Vielen Dank. Bye bye.